nationalistische Vorstellungen bedient wurden. Ohne diese wäre ein solcher Betrug wohl nie möglich gewesen. Piltdown, Sussex, auf dem Landsitz von Barkham. 1912 entdeckte Amateurarchäologe Charles Dawson am Rande eines Hofes, den er verwaltet, in einer Kiesgrube Teile eines menschlichen Schädels, einen Unterkiefer, Überreste fossiler Tiere sowie geschliffene Werkzeuge. Charles Dawson weiht seinen Freund Arthur Smith Woodward, Museumsverwalter der Abteilung Geologie im British Museum, ein. Dieser erkennt sofort die Bedeutung des Funds. Die Fragmente haben dieselbe rötliche Farbe wie der Kies, dürften also gleich alt sein. Die Schädelteile lassen vermuten, dass das Volumen des Schädels dem eines modernen Menschen entsprach. Der Kiefer dagegen erinnert an den eines großen Affen. Für Smith Woodward steht zweifelsfrei fest, dies ist das fehlende Bindeglied zwischen Mensch und Affe. Das muss die Welt erfahren. Am 18. Dezember 1912 präsentieren Arthur Smith Woodward und Charles Dawson der Geologischen Gesellschaft von London den rekonstruierten Schädel des Piltdown-Menschen. Smith Woodward tauft ihn Eoanthropus, den Menschen der Morgenröte. Die Vorstellung, der erste Mensch könnte Engländer gewesen sein, schmeichelt dem Publikum. Es folgert, das britische Empire, damals in seiner Glanzzeit, muss die Wiege der Zivilisation sein. Das Journal der Geologischen Gesellschaft veröffentlicht einen Artikel, der einschlägt wie eine Bombe. Adam war Engländer. Der Piltdown-Mensch wird weltberühmt. Dies war die erste archäologische Entdeckung, die die Evolutionstheorie von Charles Darwin zu beweisen schien. Der Mensch stammt vom Affen ab. Das fehlende Bindeglied zwischen Affe und Mensch war gefunden. Dieser Knüller war 1912 hochexplosiv. Die größte archäologische Entdeckung aller Zeiten. Keiner wagt, die Echtheit des Schädels anzuzweifeln. Stattdessen werden die wissenschaftlichen Gemüter durch eine Debatte über seine Rekonstruktion und seine Größe erhitzt. Niemand konnte sagen, das ist eine Fälschung. Dafür waren viel zu viele namhafte Gelehrte in die Geschichte verwickelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Gesellschaft in England ja sozial sehr gespalten. Und die Gelehrten galten als sehr bedeutend. Da konnte keiner einfach sagen, das ist eine Fälschung und ihr seid alle Narren. Je stärker die Polemik, desto begeisterter die Öffentlichkeit. Der Weiler Piltdown wird über Nacht berühmt. Seine Bewohner sehen sich bald einem bis dahin nicht gekannten Touristenansturm gegenüber. Der feinen englischen Gesellschaft werden wissenschaftliche Exkursionen zum Fundort angeboten. Der Gasthof des Dorfes wird umbenannt in zum Piltdown-Menschen und profitiert jahrelang von diesem Geschenk des Himmels. Am 23. Juli 1938, 22 Jahre nach Dawsons Tod, wird direkt am Fundort der Überreste des ältesten Engländers ein Denkmal errichtet. Seine Einweihung ist geprägt von der Rede von Sir Arthur Keith, der unter anderem erklärt: Der Typus von Piltdown, der sich in England entwickelte, unterscheidet sich vom orientalischen Typus, der eine niedrige, fliehende Stirn hatte wie ein Gorilla oder Schimpanse. Mit seiner relativ geraden, hohen Stirn ist er ein Vorläufer der modernen Rasse. Doch auch sein Schädel und sein Unterkiefer sind durchaus affenartig. Weder der Mann, der die angebliche Überlegenheit der abendländischen Rasse postuliert, noch seine Zuhörer können sich vorstellen, dass all diese schönen Theorien eine Luftblase sind. Sie sollte 1953 platzen. Schon Jahre zuvor kursierten Zweifel an der Echtheit des Fossils. In der ganzen Welt waren etliche fossile Menschen aufgetaucht. Das machte es für die Wissenschaftler immer komplizierter, den Piltdown-Menschen einzuordnen. Doch seinen Status als ältester Europäer verlor er vor allem, weil neueste Techniken ihn mittels eines Fluortests jünger machten.
aus gutem Grund. Der Schädel stammte aus dem Mittelalter, von einem Sussex-Bauern. Und der Kieferknochen von einem 500 Jahre alten Orang-Utan. All diese Knochen waren manipuliert worden. Die Aufdeckung dieses Betrugs wurde jedoch vom British Museum sorgfältig vorbereitet. Mit typisch britischer Strategie verwandte es ebenso viel Energie auf die Enthüllung, dass sein berühmtestes Fossil eine Fälschung sei, wie einst auf dessen sensationelle Entdeckung. 80 Forscher, Paläontologen, Chemiker, Ärzte, Anthropologen sowie die modernste Technik der damaligen Zeit wurden zu Rate gezogen, um den Schwindel nachzuweisen. Britain's august Natural History Museum is all a-dither over a scandal concerning the Piltdown Man. One of the most famous fossil skulls in the world is declared to be in part a hoax. Die Neuigkeit sorgt für Aufsehen, doch dem British Museum gereicht sie zu einem gewissen Ruhm. Andrew Current, Paläontologe im British Museum, zeigt uns, was, nunmehr vor Blicken geschützt, jahrelang Kronjuwel und ganzer Stolz des Museums war. Dies hier sind die Originalfossilien von Piltdown. Ein paar menschliche Überreste. Anatomen fanden den Unterkiefer dem eines Orang-Utans oder eines Schimpansen ähnlich. Doch die Zähne weisen seltsame Abnutzungserscheinungen auf, sehr menschliche. Mit einer kleinen Lupe entdeckt man, dass das keine natürlichen Abnutzungsspuren sind, dass diese Zähne gefeilt wurden. Die anatomischen Beweise dafür, dass es sich um eine Fälschung handelt, standen also bereits unmittelbar nach der Entdeckung zur Verfügung. Diese erfahrenen Leute wollten, dass dies der erste Engländer sei. Sie wollten nicht wahrhaben, dass er falsch sein könnte. Der Piltdown-Mensch macht noch immer von sich reden. Eine Frage bleibt: Wer konnte die Gelehrten weltweit und das British Museum 40 Jahre lang täuschen? Charles Dawson, der Entdecker, bleibt der Hauptverdächtige in dieser Affäre. Für die einen Dr. Jekyll, für die anderen Mr. Hyde. Bis heute konnte nicht nachgewiesen werden, dass er wirklich der Hexer von Sussex ist, was für jeden unvorstellbar war. Dawson bleibt eine extrem gespaltene, geheimnisvolle Persönlichkeit, mehr Schnüffler als Forscher. Er mischte sich ohne zu zögern in Bereiche ein, die ihm nicht wirklich vertraut waren. Damit zog er den Neid mehrerer Kollegen auf sich. Vor dem Piltdown-Menschen hatte sich der opportunistische und ehrgeizige Dawson schon mit etlichen archäologischen Funden geschmückt. Einer gusseisernen römischen Statue, gestempelten römischen Ziegeln, einer römischen Eisenkufe. Alle Objekte, die er fand, wurden im Umkreis von weniger als 16 Kilometern von seinem Haus entdeckt. Alle waren Fälschungen und Piltdown war sein letzter Fund. An diesem Tag war er alleine. Jemand ohne die geringste wissenschaftliche Ausbildung. Dadurch wurde er zum größten Amateurarchäologen. Sein Name stand in der gesamten internationalen Presse. Er wurde berühmt und Piltdown machte ihn unsterblich. Doch Charles Dawson, die Hauptfigur dieser unglaublichen Posse, die fast ein halbes Jahrhundert dauerte, ist nicht der einzige Verdächtige. Herbert Thomas, stellvertretender Dekan am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte am Collège de France, versuchte 10 Jahre, die Fäden dieses wissenschaftlichen Krimis zu entwirren. Er konnte das Rätsel zwar nicht entschlüsseln, kam jedoch auf 23 Verdächtige und mehrere hundert Zeugen.
Aus angeblich Schuldigen machte er potenziell Unschuldige. Dazu zählt auch Pater Teilhard de Chardin. Gegen Ende seines Theologiestudiums in der Nähe von Hastings lernte dieser junge, von Vor- und Frühgeschichte begeisterte Jesuit Charles Dawson kennen. Der lud ihn ein, sich an den Ausgrabungen von Piltdown zu beteiligen. 40 Jahre später wurde der mittlerweile international renommierte Forscher und Philosoph verdächtigt. Doch Herbert Thomas entlastete ihn durch seine Recherche. Seltsamer Zufall. Heute sitzt Thomas an Teilhard de Chardins Schreibtisch im Nationalmuseum für Naturgeschichte in Paris. Ich kann nicht nachvollziehen, was Charles Dawson angetrieben haben könnte. Das Risiko für ihn war enorm. Er konnte alles verlieren. Seinen Ruf, seine Rechtsanwaltskanzlei, seine Freunde im British Museum, alles. Ich halte ihn nicht für den Urheber des Betrugs. Er wurde fürchterlich beneidet. Er war Mitglied der Archäologischen Gesellschaft von Sussex. Ich denke, die Lösung des Rätsels von Piltdown ist dort zu suchen. Ein wichtiger Mann innerhalb der damaligen Gesellschaft war der Bibliothekar namens Salzmann. Übrigens auch 30 Jahre lang Präsident und verantwortlich für die Publikationen der Archäologischen Gesellschaft. Nach der Entdeckung des Sussex-Menschen berichteten die Zeitschriften weltweit darüber auf den Titelseiten. Interessanterweise erschien kein einziger Artikel in den Publikationen der Archäologischen Gesellschaft von Sussex. Salzmann hasste Dawson unter anderem, weil dieser 1907 ein bestimmtes Haus gekauft hatte, das Castle Lodge. Das hier ist Castle Lodge, ehemaliger Sitz der Archäologischen Gesellschaft von Sussex. 1906 war sie zwar nicht Eigentümerin des Hauses, doch war ihr gegebenenfalls das Vorkaufsrecht zugesichert. 1907 aber erhielt die Gesellschaft einen Räumungsbefehl, da das Haus veräußert worden war. Die Gesellschaft musste samt Büros, Museum und Bibliothek innerhalb weniger Tage umziehen. Charles Dawson hatte das Gebäude erworben. What he needed in 1907 was a house. 1907 brauchte er ein schönes Haus wie dieses, zwischen dem Schloss und dem Barbican House gelegen. Eine bessere Gelegenheit konnte es für ihn und sein Renommee nicht geben. Es war schlechthin das Traumhaus für einen, der als großer Archäologe gelten wollte. Damit machte er sich nicht gerade Freunde. Schließlich fand die Gesellschaft einige Jahre später eine neue Heimat hier im Barbican House. Die Animosität zwischen den beiden Lagern nahm von Tag zu Tag zu. Die Archäologische Gesellschaft hat übrigens ihren Sitz noch immer hier. Das ist eine überaus komplexe Angelegenheit, bei der nicht nur die 23 Verdächtigen eine Rolle spielen, sondern Hunderte von Personen. Ich musste mich mit dem Leben dieser Leute beschäftigen, es teilweise Tag für Tag zurückverfolgen. Ich nahm Kalender von damals zu Hilfe, studierte Zugfahrpläne, Fahrpläne der Seefahrtsgesellschaft für Dampfer, die das Mittelmeer überquerten. Solche Dokumente musste ich durchforsten. Das dauerte Stunden, manchmal Tage. Eine wirklich sehr komplexe Sache. Anderer Wissenschaftler, andere Hypothese. Folgen wir einmal Brian Gardiner vom Londoner King's College in die Linnean Society, die Gesellschaft für Biologie. Der einsiedlerische Paläontologe vertritt seine eigene Vorstellung über den Schuldigen. Zu Beginn meiner Recherchen dachte ich, es sei Dawson. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass nicht er es war. Er war der Lockvogel. Ich kam zu dem Schluss, dass es nur Martin Hinton gewesen sein kann. Ein neuer Knüller, ein letzter Knalleffekt in dieser Affäre à la Sherlock Holmes.
Im Speicher eines Turmes im Westflügel des British Museum taucht ganz unten in einer längst vergessenen staubigen Kiste die mögliche Tatwaffe auf. Auf dem Deckel zeichnen sich im Halbschatten Initialen ab. M.H. Up these stairs in the early 1970s. Am Ende dieser Treppe fanden wir in den 70er Jahren eine Kiste, die Martin Hinton gehörte, dem Museumsverwalter der zoologischen Abteilung des British Museum. This is the site of the attic. Das ist der Eingang zum Speicher. This is the area of the loft where Martin Hinton's trunk. Hier wurde Martin Hintons Kiste gefunden. Von Bob Knowles, der in der zoologischen Abteilung arbeitete. Er wusste, dass ich mich für Martin Hinton und seine persönlichen Utensilien interessierte. Gemeinsam stöberten wir herum und fanden ganz unten in der Kiste Knochen. Und die waren angemalt und aufgeschnitten, anscheinend um zu sehen, wie weit die Farbe in den Knochen ging. Leider wurde alles weggeworfen, auch die Kiste. Doch die Knochen haben wir aufgehoben. Sie sind jetzt hier in der paläontologischen Abteilung. In diesem Tohuwabohu fand sich also ein rätselhafter Hinweis. I can only conclude from the evidence that I've obtained, particularly in the trunk. Aus den Beweisstücken aus der Kiste folgere ich, dass Martin Hinton der Schuldige ist. Er ist Urheber des Schwindels. Er hat die Fossilien vergraben. Er hat alles eingefädelt, um sich an Smith Woodward zu rächen. Doch dazu brauchte er einen Lockvogel. Dawson fiel darauf herein. Aber das eigentliche Ziel war Smith Woodward. Er wollte einen fast one over. Demnach läge diesem unglaublichen Betrug eine simple Auseinandersetzung über das Gehalt zugrunde. Zwischen dem überbegabten jungen Autodidakten Martin Hinton und seinem Vorgesetzten Arthur Smith Woodward. Für viele Fachleute belegt der Inhalt der Kiste, dass sie dem Betrüger gehörte. Die Hinweise auf eine chemische Manipulation, die künstlich mineralisierten Knochen sowie die bemalten menschlichen Zähne machen Martin Hinton zum machtbesessenen Fadenzieher. Doch sind das wirklich Beweise? Martin Hinton war ja 1953 dabei, als der Schwindel mit den Piltdown-Menschen aufflog, war sogar als Wissenschaftler an der Aufdeckung beteiligt. Alle wollten doch verstehen, wie und warum die Knochen des Piltdown-Menschen manipuliert werden konnten. Alle versuchten das. Und meiner Meinung nach wollte auch Martin Hinton herausfinden, so wie ich viel später, wie ein Paläontologe so hereingelegt werden konnte. Ich tauche den Knochen also zum x-ten Male in eine Flüssigkeit, um ihn einzufärben. Übrigens wurde auch hier in unserem Labor Kaliumdichromat gefunden. Genau die Substanz, die damals von Charles Dawson verwendet wurde. Das ist bekannt, denn er hatte Smith Woodward geschrieben, er hätte das Kaliumdichromat verwendet, um die fragilen Knochen zusammenzuhalten, nicht um sie zu färben. Ein Indiz fehlt uns noch, ein elementares Indiz. Und jeder von uns ist dabei ein wenig in der Rolle des Dr. Watson, tappt im Gegensatz zu Sherlock Holmes bei diesem Rätsel im Dunkeln. Sherlock Holmes. Dessen Vater darf in der Galerie der Verdächtigen nicht vergessen werden. In den 80er Jahren vertritt ein amerikanischer Archäologe die These,
Conan Doyle sei der geniale Urheber des Piltdown-Menschen. Das Sensationelle an dieser Neuigkeit, einen Mann dieses Formats anzuklagen, sorgt im angelsächsischen Sprachraum für Schlagzeilen. Aus heutiger Sicht scheint er jedoch nur Umstände halber in die Geschichte verwickelt gewesen zu sein, nicht aktiv. Dawson und Doyle waren zwar Nachbarn und kannten sich. Auch ist auffallend, dass Doyle 1912 den Abenteuerroman »Die vergessene Welt« veröffentlichte, in dem unter anderem das fehlende Bindeglied thematisiert ist und auch Dawson habe den ersten Engländer entdeckt. Die Idee entstand bei einem Besuch Dawsons bei Conan Doyle und er sagte sich, das Wichtigste ist, das fehlende Bindeglied zwischen Mensch und Affe zu finden. Schaffe ich das, bin ich ein gemachter Mann. Damals arbeitete er mit dem Museum von Hastings zusammen und half Antiquitätenhändlern bei Ausstellungen. Er hatte etliche Skelette in seiner Sammlung. Einen menschlichen Schädel konnte er sich leicht besorgen oder ein Orang-Utan-Gebiss. Er musste die Knochen nur noch abfeilen, färben und zusammenfügen. Fertig war der Piltdown-Mensch. Hatte Charles Dawson die Möglichkeit, sich diese Stücke zu beschaffen? Ich glaube das nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich ihn für unschuldig halte. Besaß er genügend Chemiekenntnisse, um die Knochen zu manipulieren? Vielleicht. Aber dafür gibt es keinen Beweis. Wir wissen durch Briefe, die Dawson 1915, also ein Jahr vor seinem Tod, schrieb, dass ihm gegen Ende seines Lebens Zweifel am Piltdown-Menschen kamen. Er muss irgendetwas gewusst haben. Wenn er natürlich der Urheber des Betrugs war, wusste er alles. Aber angenommen, er war es nicht. Und der Betrug sollte ihn lediglich in etwas hineinziehen, das ihn in der britischen Gesellschaft zu Fall bringen würde. Dann wusste er vielleicht Monate vor seinem Tod Bescheid, behielt es aber für sich. Charles Dawson hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Es bleibt ungelöst. Und das ist doch besser so. Wenn es einen Bereich gibt, in dem wissenschaftliche Fakten schwer zu belegen sind, dann ist es die Paläontologie. Fossilien zu interpretieren ist heikel. Und so ist dieses wissenschaftliche Feld recht häufig Irrtümern und Betrügereien ausgesetzt. Auffallend bei den englischen Paläontologen, die dem Betrug zum Opfer fielen, ist vor allem ihr mangelndes Interesse, die Beweise zu hinterfragen. Wieso glaubten sie ausnahmslos an die Echtheit eines wissenschaftlich unwahrscheinlichen Fossils? Ganz einfach deshalb, weil die britischen Wissenschaftler in blindem Wettbewerb mit ihren kontinentalen Kollegen sich nichts mehr wünschten, als einen englischen Pithecanthropus, einen Affenmenschen zu entdecken, von dem der moderne Mensch abstammt. Hätten die Engländer doch nur etwas Geduld gehabt. 1993 wurde im Süden des Vereinigten Königreichs der Boxgrove-Mensch gefunden. Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit, nicht der Autorität, sagte Francis Bacon. Und das hat die Zeit bewiesen. Im Fall der Piltdown-Affäre hat es 40 Jahre gedauert. Fast so lange wie die Byrd-Affäre. 1971 trauern die akademischen Kreise um Sir Cyril Ludovic Byrd, der im Alter von 88 Jahren starb. He was regarded as the Er galt als größter Psychologe seiner Zeit. Der anerkannte Begründer der pädagogischen Psychologie in Großbritannien ist auch Vertreter der Theorie der vererblichen Intelligenz. Der verdiente, von der Wissenschaftswelt respektierte Forscher hat jedoch die Ergebnisse seiner Studien gefälscht. Psychology is the science of the mind. We have now a definition of mind, but it is equally important to have a definition of a science. I shall define a science as a body of knowledge reached by empirical reasoning. I was a student of Byrd's. Ich war Studentin von Byrd in den letzten drei Jahren seiner Zeit als Professor am University College London, einer großen und renommierten Universität. And prestigious college. And
Ich besuchte in den 3 Jahren jede seiner Vorlesungen. Ich bewunderte ihn sehr, da er der beste Redner von allen war. Und ich habe viele gehört. Burt entwickelte in der Psychologie 2 Leitgedanken, die ihm den Ruf als innovativer Wissenschaftler einbrachten. Der erste, die statistische Verarbeitung von IQ-Tests. Der zweite, die Theorie, der Intelligenzquotient sei erblich und das soziale Umfeld habe viel weniger Einfluss darauf als bisher angenommen. Um seine These zu stützen, vergleicht Burt als erster von 1931 an den Intelligenzquotienten von Zwillingen. Seine bekanntesten Recherchen bestehen aus einer breit angelegten Studie über die Intelligenz von echten, also eineiigen Zwillingen. Burts Gedankengang ist einfach. Man nehme eineiige Zwillinge, gebe sie von Geburt an in 2 unterschiedliche Familien, damit sie eine unterschiedliche Erziehung erhalten. Man lasse sie dort bis zum Alter von 11 Jahren und messe sodann ihren Intelligenzquotient. Ist er gleich, kann daraus geschlossen werden, dass geistige Fähigkeiten erblich sind. Im Laufe seiner Karriere veröffentlicht Burt 3 große Untersuchungen zum Intelligenzquotient von Zwillingen, die nach der Geburt getrennt wurden. 1955 anhand von 21, 1958 anhand von 30 und 1966 anhand von 52 Zwillingspaaren. Obwohl die Zahl der Probanden stieg, blieb das Ergebnis gleich. In the crucial matter of separated monozygotic twins, and the measurement of the genetic heritability of intelligence. Over the years, we have been fortunate enough to steadily increase our sample size to the point where our data, based on 52 pairs of twins... That is not das stimmt true. Nicht. Er konnte unmöglich 32 eineige, getrennte Zwillingspaare finden, noch dazu in den 50er und 60er Jahren. He did not have any students working with him. Er hatte weder Assistenten noch Studenten, die für ihn arbeiteten. Er war 70 Jahre alt und gesundheitlich nicht auf der Höhe. Deshalb erscheint es mir unmöglich, dass er 32 zusätzliche Paare finden konnte. 1972, 1 Jahr nach seinem Tod, werden seine Methoden, seine Daten und seine Integrität angezweifelt. Hatte dieser herausragende, über jeden Verdacht erhabene Forscher seine Daten von A bis Z erfunden, um seine Überzeugung vom Vorherrschen angeborener geistiger Fähigkeiten zu bedienen? Nach über 10-jähriger Recherche zu Burts Schaffen hat Professor McIntosh von der Universität Cambridge seine eigene Vorstellung. His critics at the time, seine Kritiker verfügten über keine Daten, um seinen Thesen zu widersprechen. Sie argumentierten einfach, die Grundlage der Intelligenz hänge möglicherweise und in erster Linie vom Umfeld und der Erziehung ab. Um die Theorie seiner Kritiker zu widerlegen, wollte Burt als Wissenschaftler mit unwiderlegbaren Daten gelten. Und da er keine neuen Daten hatte, hat er sie vielleicht erfunden. Burt wird beschuldigt, die verwendeten Daten gefälscht und manipuliert zu haben, um seine These zu untermauern. Ebenso sich der Arbeiten anderer Forscher bedient und ihre Schlussfolgerungen teilweise verdreht zu haben, damit sie besser zu seinen eigenen Thesen passen. Er wird beschuldigt, 2 Mitarbeiterinnen erfunden zu haben. Sie hätten ihm als Pseudonym gedient, um Artikel zu veröffentlichen, die seine Recherchen bestätigen. Zu guter Letzt wird er beschuldigt, seine Statistiken über Zwillinge von A bis Z erfunden zu haben. Burts Verteidiger argumentierten, die Angriffe seien politisch motiviert, was wahrscheinlich stimmt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie unbegründet waren. Die Beweggründe für Angriffe haben nichts mit deren Gültigkeit zu tun. Es ist richtig, dass, bevor die Linken in England in den 60ern an die Macht kamen, die von Burt verteidigte Erblichkeit von Intelligenz von der Mehrheit der Psychologen als Dogma betrachtet wurde.
Auf Basis dieser Überzeugung wurde Burt 1931 Berater im britischen Bildungsministerium, beeinflusste die Unterrichtsreformen und führte den sogenannten 11-Plus-Test ein. Dabei wurden Schüler im Alter von 11 Jahren einem IQ-Test unterzogen, dessen Ergebnis ausschlaggebend für die Einstufung in die Oberschule war. Dieses System war eigentlich sehr fortschrittlich, denn die Schüler wurden unabhängig von ihrer sozialen Herkunft eingestuft, wodurch jedem eine seinem Intelligenzquotienten angemessene Schulbildung offenstand. 1964 kam die Labour Party an die Macht und prangerte die von den Konservativen in deren Bildungspolitik eingeführte Diskriminierung an. 11-Plus wurde abgeschafft. Das Eingeständnis, Intelligenz sei zum großen Teil erblich, sei politisch nicht korrekt. Damit würde Ideologien mit schlechtem Beigeschmack Tür und Tor geöffnet. People on the political left do not like the idea. Die Linke akzeptiert die Vorstellung nicht, dass Intelligenz zum großen Teil erblich ist. Denn das bedeutet, es kann keine egalitäre Gesellschaft geben. Die Linke hätte gerne eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind. Wenn wir mit unterschiedlicher Intelligenz geboren werden, können wir niemals eine egalitäre Gesellschaft bilden. Denn intelligente Menschen werden mehr Erfolg haben, mehr Geld verdienen und eine interessantere Arbeit haben als weniger Intelligente. Burt war kein schwarzes Schaf in einer weißen Herde, sondern ein ganz normales Schaf in einer heterogenen Herde. In other words, I'm saying psychology is not as reliable. Die Psychologie ist noch nicht so zuverlässig wie andere Wissenschaften. Sie unterliegt häufiger systematischen Fehlern als die etablierteren Wissenschaften. The more established sciences do. See, psychologists. Die Psychologen versuchen, so genaue Daten wie möglich zu erhalten. Doch ganz abgesehen von Burt, Intelligenz kann nicht präzise untersucht werden. Die Daten sind Anhaltspunkte, aber nicht hundertprozentig zuverlässig. Deshalb sind Psychologen der Gefahr von Ideologien besonders ausgesetzt, denn ihre Schlussfolgerungen betreffen grundlegende menschliche Probleme. Mit Burts Zwillingen wird das gegenseitige Vertrauen innerhalb eines Wissenschaftsbereiches im Kern erschüttert. Dieses Vertrauen hat jedoch einen hohen Stellenwert. Das geht so weit, dass Forscher nur selten aufgefordert werden, ihre Originalnotizen und Laborberichte vorzulegen. Es wird einfach davon ausgegangen, dass die Kollegen die Spielregeln respektieren. Wissenschaftliche Forschung überschreitet kulturelle, ethnische, ideologische, konfessionelle und nationale Grenzen. Dieses für die Wissenschaft charakteristische Ideal wurde vom Totalitarismus mit Füßen getreten. Im Nationalsozialismus wurde die angebliche arische Physik der Physik Einsteins gegenübergestellt. Im Stalinismus sodann die proletarische Biologie der Genetik, dieser bourgeoisen Wissenschaft des Mönchs Mendel. Diese ideologische Tyrannei mussten Wissenschaftler mit dem Leben bezahlen. Wie konnte in der Sowjetunion ein autodidaktischer und fanatischer Scharlatan die Unterstützung aller Kräfte erhalten, um eine widersinnige biologische Theorie und landwirtschaftlich ineffiziente Praktiken durchzusetzen? Er manipulierte die Verantwortlichen in der Partei nach Strich und Faden. Wie konnte ein derart leidenschaftlicher und skrupelloser Karrierist aus absurden Argumenten unwiderlegbare Thesen machen? Er wirkte nicht wie ein großer Wissenschaftler, sondern vielmehr wie ein Bauer. Auf der anderen Seite war er sehr ehrgeizig. Wie schaffte es dieser Illusionist, Lehre und Ausübung der Genetik verbieten zu lassen? Wie konnten die paranoiden Wahnvorstellungen eines Manipulators die sowjetische Landwirtschaft der 50er Jahre ins Mittelalter zurückkatapultieren? Eigentlich übersteigt das jede Vorstellungskraft. Und doch gelang es Lysenko im Laufe von 30 Jahren in der UdSSR.
Lysenko hatte einen teuflischen Blick, mit dem er die Menschen buchstäblich hypnotisieren konnte. Lysenko, 1898 in einer Bauernfamilie geboren, ist nur ein kleiner Landwirtschaftstechniker. Aber er kann die Machtergreifung Stalins nutzen und sich dank seiner agrarwissenschaftlichen Kenntnisse als Vorzeigesowjet präsentieren. Kenntnisse, die er von Mitschurin, einem Gärtner ohne fundierte Ausbildung, übernommen hat. Wie dieser glaubt auch Lysenko, dass die Eigenschaften der Pflanzen, wie die des Menschen, vom Umfeld geprägt werden. Er behauptet, dass erworbene Charakteristika übertragbar sind. Die Mendelschen Gesetze lehnt er ab und verleugnet so die Rolle der Gene und Chromosomen bei der Vererbung. Der österreichische Mönch, der im 19. Jahrhundert lebte und arbeitete und als Vater der Genetik gilt, hatte die rezessiven und dominanten Eigenschaften der Gene entdeckt. Durch Kreuzungen verschiedener Erbsenpflanzen entwickelte er die Grundlagen der ersten Vererbungsgesetze. Diese Gesetze, die auf statistischen Wahrscheinlichkeiten beruhen, waren für Lysenko nicht mit der Parteiideologie vereinbar. Marlen Aslan, Genetikprofessor an der Lomonossow-Universität in Moskau, kannte Lysenko aus dessen Hochschulzeit. Ich traf Lysenko mehrere Male in wissenschaftlichen Seminaren, Kursen oder bei öffentlichen Vorträgen. Lysenko bekämpfte die wissenschaftliche Genetik mit Thesen, die besagten, die Genetiker hätten nichts mit der Praxis zu tun und nichts von praktischem Nutzen beizutragen. Er, Lysenko, werde in 2-3 Jahren für bessere Erträge bei Anbau und Viehzucht sorgen. Er werde das Volk ernähren. Er stellte der Regierung abstruse Projekte und Theorien vor. Mit ihnen seien innerhalb von 2 Jahren neue Pflanzensorten zu kreieren, indem man sich das Prinzip der Vernalisation zunutze mache. Mit einem sensationell erscheinenden Experiment hatte Lysenko 1929 die Aufmerksamkeit des Ministeriums auf sich gelenkt. Mit der Vernalisation, der Versommerung. Doch das war nicht etwa eine Erfindung Lysenkos, sondern eine alte bäuerliche Technik, mit der tatsächlich Erträge zu steigern sind. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Sämlinge vom Wintergetreide werden angefeuchtet und nach der Keimbildung für eine bestimmte Zeit niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Es können dann im Frühling hervorragende Ernten eingefahren werden. Der Erfolg des ersten Experiments auf einem halben Hektar erweckte die Aufmerksamkeit des Ministeriums. Lysenko wurde zum Leiter des Genetikinstituts von Odessa berufen. Das Ministerium hoffte, die Getreideproduktion des Landes um ein Vielfaches steigern zu können und ein Wundermittel gegen die winterlichen Naturkatastrophen zu finden. Вокруг Лисенко стали собираться, ну, лжефилософы. Um Lysenko scharten sich Politiker und selbsternannte Philosophen, die versuchten, seine Thesen mit dem dialektischen Materialismus zu vereinen, indem sie behaupteten, diese Lehren reflektierten die marxistische Philosophie. Dies war der Grundstein für Lysenkos Macht und sein Aufstieg hatte gerade erst begonnen. Systematisch greift er die etablierten wissenschaftlichen Theorien an, ebenso die klassische Genetik. Dieser kapitalistischen, bürgerlichen Wissenschaft stellt er die proletarische Biologie entgegen. Höchste Ehren werden ihm zuteil. Volksheld der UdSSR, Genie des Bodens. Stellen wir uns eine Weizenart vor, deren Ähren nicht 1 Gramm, sondern 3, 4 oder 5 Gramm wiegen. Dank unserer Forschung kreieren wir durch die Kreuzzüchtung von Winter- und Sommerweizen höchst ertragreiche Ähren, die der schöpferischen Arbeit unendliche Möglichkeiten eröffnen, zum Wohl unserer schönen Heimat. Dieser Traum hatte ein jähes Ende. Die Ähren dieses Weizens waren kleiner als die der Standardsorten. Sein Ertrag nur halb so hoch.
Der Wunderweizen war für alle möglichen Krankheiten anfällig und aus seinem Mehl konnte nicht einmal Brot gebacken werden. Die Ernteausfälle, die durch den Anbau dieses Weizens verursacht wurden, waren nicht wieder gut zu machen. Die ganze Angelegenheit wurde natürlich vertuscht. Lysenko hatte damals schon lange die Presse unter Kontrolle. Die Zeitzeugin Ludmila Novikova erinnert sich. Mon oncle avait travaillé dans le journal de Lysenko. Mein Onkel hatte für die Zeitung von Lysenko gearbeitet. Es war mehr eine Zeitschrift, umfassender als eine Zeitung. Eines Tages kam er mit einem Bündel Getreide nach Hause und die Halme hatten mehrere Ähren. Lysenko hatte gesagt, dieser Weizen sei auf allen Feldern ausgebracht worden und es würde fantastische Ernten geben. Mein Onkel brachte uns den Weizen zur Anschauung mit und sagte lachend, so geht das also. Es ist das Ende der klassischen Biologie. Tausende Wissenschaftler werden vorgeladen, inhaftiert und deportiert. Wawilow, der Großmeister der sowjetischen Biologie, wird inhaftiert und stirbt infolge von Entbehrungen in einem Kerker, versteckt vor der Öffentlichkeit. Die Lehre wird zensiert, Forschungseinrichtungen geschlossen. Bis Mitte der 50er Jahre versinkt das Land in einer Atmosphäre der Fortschritts- und Bildungsfeindlichkeit. Nur wenige Genetiker konnten im Verborgenen überleben. Von dem Augenblick an, an dem die Doktrin von Lysenko in der UdSSR als Staatslehre anerkannt wird, nehmen Kommunisten in der ganzen Welt diese wissenschaftlichen Ungeheuerlichkeiten als Glaubensgrundsätze an. Nach einer langen Zeit des Schweigens wird es in Frankreich für Wissenschaftler immer schwieriger, die offensichtlich unvereinbaren Positionen miteinander in Einklang zu bringen. Es gab turbulente Versammlungen, die von der Kommunistischen Partei für Wissenschaftler organisiert wurden. Dabei erhitzten sich die Gemüter furchtbar, denn einige begehrten auf und erklärten die Begriffe der bourgeoisen bzw. proletarischen Wissenschaft für Unsinn. Das ließ sich nicht aufrechterhalten. Es gab eine Wissenschaft, nicht 36. Einige sind damals auch aus der Partei ausgetreten, viele sogar. Das war die erste Austrittswelle. 1956 kam es zu einer zweiten, sehr großen. Das führte dazu, dass die Partei alle Intellektuellen verlor. Alles, was aus der UdSSR oder von der Führungsriege der Kommunistischen Partei kam, musste geschluckt, verteidigt, gerechtfertigt werden. Ich war auch so. Aber tief in meinem Innern war mir nicht wohl dabei. Schließlich war ich nicht ganz blöd. Das alles brachte mich etwas in die Bredouille. Ich war wohl doch blöd. Die Haltung der Wissenschaftler und Intellektuellen in diesem Zusammenhang mag überraschend erscheinen. Aber die sowjetischen Werte waren Hoffnungsträger. Und sie in Frage zu stellen bedeutete, die vielversprechenden Träume zu begraben. Hätten sie die erschreckenden Schlussfolgerungen, zu denen Lysenko gekommen war, ernsthaft überprüft, hätten sie schließen müssen, die Partei und ihre führenden Köpfe haben sich von einem Scharlatan hinters Licht führen lassen. Oder noch schlimmer, vielleicht hat Stalin Lysenko einfach benutzt, um seine Interessen zu verfolgen. Anstatt diesen zerstörerischen, unhaltbaren Thesen zu widersprechen, belogen sich die Wissenschaftler lieber selbst. Lysenko, auf dem Höhepunkt seiner Macht, stützt sich auf die exemplarischen Ergebnisse seines Versuchsguts.
Auf diesem Gut in der Nähe von Moskau gibt es beispielsweise große Herden extrem fetter Kühe sowie Bäume, die auf kargem Boden wachsen. 1950 ist Lysenko auf dem Gipfel seines Ruhms. Man lässt zu seinen Ehren Statuen errichten und Lieder komponieren. Lysenko ist der beste Biologe, aber seine Theorien sind schon sehr wirklichkeitsfremd. Diese Idee ist sehr, sehr fantastisch. Die Machtübernahme durch Chruschtschow im Jahr 1956 und die Entdeckung der Bedeutung von DNA läuten das Ende Lysenkos ein. Wawilow wird rehabilitiert. Der Rückstand des Landes im Bereich der Biologie wird zu offensichtlich. Opposition gegen Lysenko wird nun toleriert. Es wird immer offener geredet. Einige Wissenschaftler stellen öffentlich die Frage, können wir es zulassen, dass die kapitalistischen Staaten uns den Rang ablaufen? Es wird eine Kommission zur Untersuchung des Standes der biologischen Forschung im Land eingesetzt. Diese besichtigt Lysenkos Versuchsgut und die Überprüfungen ergeben, dass die Ergebnisberichte allesamt gefälscht waren. Die extrem fetten Kühe waren mit Melasse, Schokolade und Keksen gefüttert worden. Nach der Amtsenthebung Chruschtschows verliert Lysenko 1965 sein Amt als Leiter des Genetikinstituts der Akademie und zieht sich auf sein Gut zurück. Ohne Aufhebens werden seine Statuen niedergerissen, die Hymnen zu seinen Ehren verklingen. Lysenko stirbt, von der Weltöffentlichkeit vergessen, 1976 in Kiew. Er hinterlässt einen Sohn, der noch immer auf die Gültigkeit der väterlichen Thesen pocht. Lysenko, Bird, Piltdown. All diese Namen werden mit Täuschungen während des letzten Jahrhunderts in Verbindung gebracht. Aber hat das 21. Jahrhundert die Menschen verändert? Heute werden wissenschaftliche und technische Fortschritte dank der immensen Verbreitung der Informationstechnologie öffentlich gemacht. Täglich wird über neue Entdeckungen berichtet und oft sind Wahrheit und Täuschung so schwer zu unterscheiden wie Vorder- und Rückseite einer Medaille. Nur die Zeit scheint die Spreu vom Weizen zu trennen und die Wahrheit ans Licht bringen zu können. Und auch die Natur hält noch immer Überraschungen bereit. Wir sollten nicht vergessen, dass niemand den Berichten über die Entdeckung des Schnabeltiers glauben wollte. Ein außergewöhnliches Tier mit dem Schnabel einer Ente, dem Pelz eines Säugetieres und Pfoten mit Schwimmhäuten, das Eier legt und seine Jungen säugt. Ein Fehler der Natur? Nein. Der Beweis, dass selbst die unglaublichste Entdeckung nicht zwangsläufig angezweifelt werden muss, genauso wie sich auch die glaubwürdigste als Lüge entpuppen kann. Der Schein kann trügen. Was die Frage betrifft, ob die Wissenschaft an sich gut ist, bleibt nur zu sagen, sie ist weder gut noch schlecht. Sie ist das, was wir aus ihr machen.